Aktienmärkte fallen, Gold fällt, ja, was ist da bloß los? Vielleicht könnte man sagen, das Entscheidende ist, es ist letztendlich alles ein einziger großer Trade. Entweder die Aktienmärkte steigen, dann steigt häufig auch Gold und der Dollar fällt, oder der Dollar wird stärker, dann fällt meistens Gold und es fallen die Aktienmärkte, weil eben der Dollar so eine Art sicherer Hafen ist, sozusagen der Risk-Off-Trade, der sich da dann entfaltet, so wie das heute der Fall ist. Übergeordnet ist es eben so jetzt, dass wir natürlich eine saisonal sehr ungünstige Woche haben. Wir haben ja jetzt letztendlich drei Verlustewochen bei den US-Indizes hinter uns gebracht und jetzt kommt man eben in die praktisch schlechteste saisonale Woche des gesamten Jahres, nämlich die Woche nach dem Septemberverfall. Das ist sozusagen die etwas ungünstige Mischung und es gibt natürlich einige Gründe, warum heute ein bisschen Druck auf der Pipeline ist. Die wollen wir uns im Einzelnen anschauen. Zunächst mal ist das, was man vielleicht technisch sagen kann, wir haben ja einen Ausbruch nach oben gehabt, einen Fehlausbruch, wie sich jetzt rausgestellt hat, und die großen US-Indizes haben ihre wichtigen gleitenden Durchschnitte, nämlich die 50-Tages-Durchschnitte, gebrochen und dementsprechend wäre eigentlich das nächste logische Ziel der 200-Tages-Durchschnitt, und da sagt hier Morgan Stanley, ja, das wäre durchaus noch eine Menge Potenzial nach unten, dann nehme ich 7% für den S&P 500 und sage und schreibe 14% für den Nasdaq, der sich heute allerdings ein bisschen besser hält als der S&P, vor allem als der Dow Jones, vor allem als der Russell 2000 und vor allem als der DAX, der heute 4,5% im Kassamarkt auf die Mütze bekam. Das ist eine Menge Holz. Ich glaube, mit der schlechteste Tag eben seit Ende März. Und das, weil oder obwohl sich diese Märkte wie der DAX, wie der Russell, wie der Dow Jones ja zuletzt besser gehalten hatten. Aber vielleicht war der Abverkauf, der vorwiegend ja bei den großen Tech-Werten stattgefunden hat, so ein kleines Warnzeichen, dass auch da die Dinge schwieriger werden. Aber natürlich kann auch alles anders werden. Aber es ist jetzt eben ein politisches Argument da, warum es schwieriger wird. Durch den Tod von Supreme Court Richterin Ginsburg ist jetzt eine schwierige Situation entstanden, denn die Trump-Administration, die wollen jetzt schnell einen konservativen Kandidaten noch vor der US-Wahl irgendwie durchdrücken. Das gefällt natürlich den Demokraten überhaupt nicht, denn es würde bedeuten, dass dann eine 6-3 Mehrheit im Supreme Court, also praktisch beim obersten Verfassungsgericht, könnte man sagen, der USA der Fall ist. Das wird die Fronten tendenziell verhärten zwischen Republikanern und Demokraten in Sachen Stimulus. Und die Märkte brauchen früher oder später diesen Stimulus, sonst wird es schwierig. Nachdem die Fed ja in der letzten Woche gesagt hat, ja, also wir werden jetzt erstmal das Tempo beibehalten, nicht noch was draufpacken. Das muss die Politik tun, da muss Stimulus durch die Politik her. Und wenn dieser Stimulus nicht kommt, dann ist das natürlich ABC schwierig. Wir haben gesehen, wenn wir übergeordnet jetzt mal gucken, was sind eigentlich so die Kapitalströme, dass nach wie vor bis zuletzt sehr, sehr viel Geld in Tech geflossen ist, während praktisch hier 8 Schlüsselindustrien oder 8 Schlüsselsektoren, es gibt im S&P 500 ja 11, keinerlei Zuflüsse verzeichnet haben in den letzten Wochen und Monaten. Dementsprechend war das eine relativ einseitige Geschichte. Jetzt sehen wir allerdings, dass aus dem größten Tech-ETF, nämlich dem Invesco Triple Q Trust, so viel Geld an einem Tag, nämlich am Freitag, abgeflossen ist, wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Also da ist offenkundig, jetzt haben ein paar Leute die Chips vom Tisch genommen. Da ist Geld rausgezogen worden und viele sind jetzt auf die Short-Seite gewechselt. Vielleicht gar nicht so schlechte Nachricht für die Bullen, denn jetzt ist plötzlich eine doch nicht unerhebliche Short-Positionierung am Markt erkennbar. So stark wie seit dem Jahr 2008 nicht mehr. Januar 2008, damals war das vielleicht kein so schlechter Gedanke, Short zu gehen. Jedenfalls sehen wir, dass da schon eine gewisse Änderung da ist, dass also manche sagen, das ist jetzt ein bisschen zu gut gelaufen, alles in den letzten Monaten seit dem Märztief. Und jetzt haben wir letztendlich eine kaum kalkulierbare politische Situation in den USA mit dem großen Risiko, dass es dann am 3. November oder nach der Wahl am 3. November vielleicht keine Klarheit gibt, wer jetzt wirklich Präsident ist, dass wir dann sozusagen ein Hauen und Stechen haben, dass diese Unsicherheit da ist, dass man nicht weiß, wer wird jetzt diesen Koloss regieren. Das ist sozusagen ein bisschen das große Problem. Donald Trump hat ja schon gesagt, also wenn da was schief geht, dann werde ich meine Schwierigkeiten haben, die Wahl anzuerkennen. Jetzt ist die politische Diskussion mit China derzeit vorwiegend fokussiert um TikTok. Jetzt hat er nochmal klargemacht, also wenn jetzt
nicht amerikanische Firmen hier ganz klar die Kontrolle haben, dann werde ich diesen Deal nicht absegnen. Oracle, Walmart, die TikTok ja praktisch dann kaufen würden. Jetzt sagt aber wiederum China in Gestalt von Hu Xixin, dem Chefredakteur der Global Times, dass man so etwas dann auch nicht akzeptieren würde, das, was Trump vorhat, nicht akzeptieren würde, denn das würde wiederum dann die nationalen Sicherheitsinteressen Chinas verletzen. Also das sieht so aus, als würde das sehr, sehr schwierig werden. Das ist vielleicht auch ein Punkt, dass diese ganze China-Thematik letztendlich sich weiter verschärfen kann. Wir haben ja schon deutliche Spannungen um Taiwan, wo es durchaus ja schwierig wird. Sid Donald jedenfalls hat ein sehr gutes Timing bewiesen, als der Dow bei über 29.000 war. Da kam dieser Tweet, naja, seid froh, dass ihr mich als Präsidenten habt, wenn Joe Biden, gemeint ist natürlich Joe Biden, der sich gleichwohl nicht versteckt oder verstecken kann, denn am 29. ist die erste Fernsehdebatte zwischen Trump und Biden. Jedenfalls sollte man immer vorsichtig sein, wenn Trump Jubelmeldungen über die Aktienmärkte gibt, dann ist meistens schon das Allerbeste hinter uns und so scheint es diesmal auch zu kommen. Wir sehen aber, dass dieser fehlende Stimulus jetzt eigentlich das Thema ist. Konsumausgaben werden weniger werden, wenn dieser Stimulus nicht kommt. Das wird die Wirtschaft nach unten ziehen. Hier sehen wir schon die sogenannte Credit Availability, also die Verfügbarkeit von Krediten für private Konsumenten, und die hat sich in den letzten Tagen wieder deutlich verschlechtert. Hier sehen wir also, dass sozusagen die Banken vorsichtiger werden. Die Banken sind heute auch ein Thema nach diesen, naja, neuen Enthüllungen, ob hier Geldwäsche unterstützt wurde durch internationale Großbanken. Ob das so fürchterlich neu ist oder jeder sich denken konnte, sei mal dahingestellt. Jedenfalls sehen wir, dass die Banken natürlich da eine Belastung sind heute für die Aktienmärkte insgesamt. Und wir sehen, ich hatte diese Grafik von Lance Roberts heute Morgen schon gezeigt, wir sehen, dass der September eben wirklich schwierig ist. Zwischen 1960 oder seit 1960 geht es da tendenziell eben nach unten. Wir haben also den schwierigsten Börsenmonat und haben jetzt die schwierigste Woche. Mal sehen, was kommt. Es wird in dieser Woche dreimal Jerome Powell sprechen von der Fed. Es werden 16 andere Fed-Mitglieder sprechen. Also vielleicht wird da ein bisschen Balsam auf die Wunden gestreut. Das müssen wir allerdings abwarten. Einer der großen Punkte, den hatte ich heute Morgen oder hatte ich heute eingangs schon erwähnt, nicht heute Morgen, sondern heute Abend, aber eingangs, nämlich, dass der Dollarindex sich gut hält, dass der Dollar aufwertet. Wir sehen, dass der jetzt aus einer Abwärtsformation ausgebrochen ist, diese Abwärtsformation von oben kommend nochmal getestet hat und jetzt nach oben geht. Und wie gesagt, Dollar ist sozusagen der sichere Hafen, ist der Hafen für Risikoaversion, egal wie solide die Haushaltspolitik der Amerikaner ist. Und wir haben natürlich hier den DAX, der sich ja sehr, sehr gut gehalten hatte in letzter Zeit, aber jetzt dann plötzlich eben diesen großen Move zeigt. Das ging ja seitwärts mit leicht positiver Tendenz, obwohl die Wall Street, vor allem die US-Tech-Werte, große Schwierigkeiten hatten. Hier sehen wir die Covid-Fälle, die jetzt im Grunde in Westeuropa schon wieder auf dem Niveau sind vom Hochpunkt der Corona-Krise, wenn man so will. Natürlich ist die ganze Geschichte nicht mehr so gefährlich, wie es aussieht. Also wir haben deutlich weniger Tote. Es ist also ein Phänomen einer Pandemie, die derzeit noch nicht wirklich jetzt dafür sorgt, dass wir Intensivstationen haben, die nicht mehr hinterherkommen, dass wir Bilder haben wie aus Bergamo, New York oder Wuhan, aber es ist eben so, dass die Politik reagiert. Wir haben in München jetzt die Diskussion, dass da schon weitere Einschränkungen kommen. Wir haben in England, möglicherweise stehen wir vor einem Lockdown, auch in London. Wir haben in Israel den Lockdown. Also das ist sozusagen jetzt natürlich das, was die Furcht hier ist. Und abschließend noch etwas Humorvolles, damit die Bullen heute gute Laune haben. Hier habe ich unseren Marcel Fratscher, die hellste Leuchte, die in ganz Europa wahrscheinlich zu finden ist. Jemand, der gerne in die EZB wahrscheinlich will und der eine politische Karriere machen will. Und der hat heute etwas getweetet, was mich wirklich amüsiert hat. Ja, die Anleger, die vertrauen Griechenland und Italien, dass die ihre Schulden zurückzahlen, sonst werden die Spreads, also die Risikoprämien zwischen deutschen Anleihen und griechischen und italienischen Anleihen, die wären nicht so hoch. Das ist natürlich ein totaler Bullshit, weil diese Risikoprämien sind nur deswegen so niedrig, weil eben die EZB praktisch als Garant dahinter steht. Würde die EZB nicht dahinter stehen, dann hätten wir bei Griechenland möglicherweise Renditen von 10-20%, bei Italien nicht
so viel anders. Also da sieht man, wie jemand sich die Welt schön malt. Und wir kommen abschließend zu den Charts von Capital.com. Meine Damen und Herren, die haben Sie wahrscheinlich schon vermisst, wie ich Sie kenne. Hier haben wir den DAX, der doch ein leichtes rotes Kerzchen zeigt. Da ist also Druck, das hat sich so ein bisschen aufgestaut. Wir sind lange seitwärts gelaufen hier im 4-Stunden-Chart. Wir haben Gold unter Druck. Da sehen wir, dass wir auch jetzt diese Seitwärtsformation tendenziell nach unten verlassen. Alles ein großer Trade und dieser Trade geht gegen den Dollar und wir sehen hier Euro-Dollar auch unter Druck. Also das ist sozusagen das Muster. Kann sich alles schnell drehen, gar keine Frage. Kann sozusagen eine Drehung reinkommen, wenn irgendwie etwas sich an der Situation verändert. Wahrscheinlich werden wir irgendeine Impfstoff-Rallye wieder bekommen, obwohl ja eigentlich Montag der klassische Tag für Impfstoff-Rallyes ist. Also da muss man mal an die Herrschaften appellieren und sagen, liebe Leute, wir haben heute Montag, da brauchen wir nun mal eine Impfstoffrallye und da haben wir uns ja schon dran gewöhnt. Das ist ja Unverschämtheit, wenn da keine Meldung kommt. Nicht, also ich werde mich da sofort bei der BaFin beschweren und sagen, wo ist bitteschön die Impfstoff-Euphorie, ne? Weil sonst haben wir Verluste, ne? Und das kann ja wohl nicht sein. Und dementsprechend vielleicht Jerome Powell irgendwer was auspackt, denn möglich wäre es, denn die Amis, die würden sich ungern eingestehen, dass sie vielleicht ein bisschen zu hoch bewertet sind, zu teuer sind, angesichts vor allem der politischen Risiken, die derzeit der Fall sind. Ich wünsche jetzt jedenfalls einen schönen Abend und sage Ihnen Servus und Ciao.